Ich denke, es ist erst einmal festzuhalten, dass die Hersteller einer Totalpakete vielleicht in drei Blöcke aufgeteilt werden kann. Den klinischen Teil des Zahnarztes von der anatomischen Abformung, Funktionsabformung, Relationsbestimmung, Einprobe, Einsetzen und der Nachsorge. Dann der Teil in der Arbeitsvorbereitung, wo die Funktionsmodelle und die Relationsschablonen hergestellt wird, wo die Einprobe gemacht wird, bis hin letztendlich nachher zum dritten Teil der Umsetzung im Kunststoff. Alle diese Teile, gerade in der Vorbereitung, sind sehr hochsensibel und können sehr stark mit Fehlern behaftet sein, die man im Nachhinein gar nicht mehr eliminieren kann. Wenn man jetzt Teile aus diesem Arbeitsprozess verklebt, das heißt zusammenpackt, wie zum Beispiel, dass die Funktionsmodelle im Artikulator stehen mit der Relationsbestimmung, man würde dann in dem nächsten Schritt die gesamte Prothese fertigstellen, dann würden diese Kontrollmechanismen, diese Zwischenschritte fehlen. Und das wäre letztendlich zum Schaden des Patienten und der gesamten Arbeit. Deshalb wäre es schon sinnvoller, diese Schritte so zu trennen und so wieder mit diesen Kontrollmöglichkeiten zu versehen, dass eine Arbeit nicht ständig wiederholt werden muss und letztendlich der Zahntechniker oder der Patient nachher womöglich in den sauren Apfel beißen muss, weil die Arbeit fertig ist. Und wenn dann irgendwas nicht passt, dann muss die ganze Arbeit neu gemacht werden. Und dann frage ich mich, wo dann letztendlich der wirtschaftliche Nutzen sein soll, wenn das Ganze letztendlich noch einmal von vorne angefangen werden muss. Und deshalb denke ich, dass im Wesentlichen der wirtschaftliche Nutzen der Vorteil ist, wenn wir mit Ihrem System arbeiten. Wir haben ja Patienten, die heute sehr anspruchsvoll sind. Vielleicht auch andere weniger, aber im Grunde genommen ist es ja eine Arbeit, die wir nicht für uns machen, für den Artikulator oder für die Gipsmodelle, sondern wirklich für den Patienten. Und in wie vielen Fällen passiert es, dass aus technischer Sicht, aus funktioneller Sicht, eine Prothese tatsächlich noch einmal während oder zur oder nach der ersten Anprobe noch einmal geändert werden muss. Und wenn diese Dinge letztlich in einem Block da sind, dann werden immer Hemmungen sein, irgendetwas zu ändern. Und am Ende ist es der Patient, der das letzte Wort hat, der sagt, so will ich aussehen. Und selbst wenn der Patient sagen würde, nun ja, die funktionellen Dinge würde ich vielleicht noch hinnehmen, aber so möchte ich nicht aussehen, dann ist es immer erforderlich, dass die gesamte Arbeit tatsächlich noch einmal geändert werden würde oder werden müsste. Das heißt, am Ende muss der Patient das letzte Wort haben. Das ist das alles Entscheidende. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, was herauskommen könnte, wenn Prothesenzähne direkt in Verbindung mit einer digitalisierten Totalprothese in einem Block gefertigt würden. Wenn man sich wirklich einmal die Historie ansieht, und ich mache jetzt seit 35 Jahren praktische Totalprothetik, wie viele Zähne in den letzten Jahren entwickelt worden sind für den zahnlosen Mund und für den zahnlosen Patienten, da muss man fairerweise sagen, dass sich alle Firmen sehr, sehr, sehr viel Mühe und sehr, sehr viel Fleiß dafür aufgewendet haben, um diese Zähne herzustellen, um letztendlich ein mundgerechtes und auch ein marktgerechtes Produkt zu entwickeln. Wenn man jetzt irgendjemand dran lässt, der im Zusammenhang mit einer Prothesenbasis einen digitalisierten Zahn am Computer erstellt, dann, jetzt wiederhole ich mich, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das letztendlich wirklich funktionieren soll. Das ist die eine Seite. Das heißt, wo kommt das Fachwissen her, wo kommt die Erfahrung her und wer soll das letztendlich auch wirklich machen und umsetzen und vielleicht sogar verantworten können. In der Realität, in der täglichen Praxis sieht es so aus. Es gibt wirklich Patientensituationen, die sind so unterschiedlich, dass ich nicht immer sagen kann, ich nehme nicht nur von dieser oder von dieser oder von dieser Firma einen bestimmten Zahn, sondern vielleicht sogar einen bestimmten Zahntypus. Es gibt Menschen mit Bisssituationen, die sind so kompliziert, dass es mir in erster Linie darum geht, die vertikale Dimension, die Bisshöhe, nur zu stützen und nur zu steuern. Andere können dynamisch, funktionell damit essen und sprechen. Und bei anderen geht es wirklich um einen Weg, wo es darum geht, sich
gut und ordentlich und würdevoll noch zu ernähren. Das heißt, wenn wir eine solche Vielfalt an Zähnen haben, die auf dem Markt berechtigt sind, dann wäre ich auch unbedingt dafür, dass man auch möglichst diese Zähne dann auch für die digitale Totalprothetik einsetzt und nicht am Computer einen Zahn, ich sage das mal, skizziert, ihn herstellt, in eine Okklusion bringt und dann letztendlich dem Patienten sagt, so und nun musst du damit klarkommen. Also ich denke, wir leben, gehen wir mal hier von Europa aus, leben in Ländern, wo wir heute überwiegend mündige und selbstbewusste Patienten, natürlich auch Menschen haben. Und diese Menschen und diese Patienten nehmen die Dinge, die man ihnen so vorsetzt, heute einfach nicht mehr willenlos an. Viele wollen ein Auto Probe fahren, viele wollen etwas ausprobieren, viele wollen sich das erst einmal ansehen oder testen. Und das kann man leider bei Totalprothesen, wenn sie einmal fertig sind, nicht. Das heißt, ich denke, dass viele Patienten, bevor sie einem Kauf und einem jahrelangen Tragen von einem funktionellen Zahnersatz zustimmen werden, und zwar nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus funktioneller und ästhetischer Sicht, werden viele Patienten sagen, ich will das aber vorher erstmal sehen. Ich will mir das mal angucken. Ob nicht nur ich, sondern vielleicht auch mein Lebenspartner oder meine Umwelt mich auch noch so akzeptiert. Und deshalb denke ich, ist gerade dieser Weg mit der Einprobe, mit der Zustimmung der Patienten absolut notwendig. Und deshalb denke ich, dass sich dieses System am ehesten auf dem Markt durchsetzen wird.